Diese Uruks zu töten ist schon schwer genug. Doch sie zu Gefolgsmännern zu machen, ist eine andere Sache. Es ist eine Gabe. Wir können die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Gut. Sehr schön. Sie flüchten. Alles klar. Wie können wir uns eine kleine Basis aufbauen, sozusagen? Muss ich mir wohl eingebildet haben. Wer du? Der Uruk ist tot, gehört. Schon wieder Uruks. Ich kann mir nicht um jeden toten Uruk Sorgen machen. Hey, du. Komm her. Für wen kämpfst du? Wow. Schon wieder so viele. Sehr schön. Komm her. Gleich der Nächste! Greift sie an, los! Erschießt sie! Der Uruk, der mir nicht gehorcht, wird getötet! Zurück mit euch! Komm her! Du auch! Na, was? Ein Karagor! Auch dem zwinge ich meinen Willen auf! Schluss! Das ist jetzt meine Festung! Karagor gegen Karagor, los! Nein? Zurück! Lass meine Orks in Ruhe! Ich baue mir jetzt eine kleine Streitmacht auf! Gottverdammtes Karagor! Aus dem Weg! Ich seh nichts! Was? Hast du Schmerzen, Made? Kein Problem! Ich kann sie dir nehmen! Oh, Mann! Ihr mischt euch in den Kampf ein? Kein Problem. Ich bekehre dich genauso. Aus dem Weg, er gehört mir. Er gehört mir, sagte ich. Rennt um euer Leben! Rennt! Bleib hier! Verdammt! Er darf mir nicht entkommen! Ein Schuss ins Bein! Mist! Nichts Verdammt! Bleib stehen! Er darf mir nicht entkommen! Auch ihm zwinge ich den Willen auf! Verdammt, er ist entkommen! Mist! Okay. Wo kommt der jetzt her? Er ist gefallen. Karagor und meine Orks haben ihn niedergemetzelt. Was ich gesehen habe, war das eine epische... Oh, ne. Du hältst mich nicht auf, sie zu holen. Wo willst du hin? Verlasse die Schatten! Du gehörst jetzt mir, komm. Oh, ein weiterer Ork für meine Armee. Okay, tatsächlich. Nee, ist aber keine epische Rune. Gut. Wir haben ein paar Orks auf unserer Seite. Und bauen langsam unsere Armee auf. Jetzt will ich noch sagen, gehe ich noch schnell den Schmiedeturm hier holen und dann, ja, dann mache ich wieder eine Mission von der guten Lady Marvin. Und auf dem Weg dorthin habe ich noch ein paar Orks zu meinem Untertan. Warte, ich rieche etwas. Komm her! Halt dich zurück!
Du gehörst auch zu meiner Armee. Gut. Weiter. Er ist abgehauen. Was sonst? Da ist der Turm. Vielleicht ein weiteres Puzzlestück von Celebrimbor. Der Turm ist unser. Okay, der Turm, aus Elbensteinen gebaut. Er leuchtet, als wäre er aus Licht errichtet. Ganz schön viel freigeschalten, aber ich denke, hierhin müssen wir sicherlich auch noch eine Mission machen oder so. Deswegen werde ich jetzt einfach die Schnellreise nutzen und dann die Hauptmission spielen. Okay. Abwärts. Ich frage mich, wie lange der Bann von den Orks hält. Ob die jetzt die ganze Zeit auf meiner Seite sind oder doch der Zauber verfliegt. Alles verlassen will ich. Ich wäre letztens fast in Flammen aufgegangen. Orks. Okay, weiter geht's. Die Macht des Geistes. Warum kehrst du zurück? Du bist noch nicht fertig. Woher wusstet ihr, wo ich dies finden kann? Er hat es mir gezeigt. Ihr habt mir nicht gesagt, was ihr von mir erwartet. Nur, dass du lernst, wozu du wahrlich fähig bist. Finde einen Ork-Anführer, mach ihn zum Häuptling und all seine Krieger sollen dir gehören. Und wohin soll ich diese Armee dann führen? Bring sie zu mir und ich zeige es dir. Marvin wollte, dass wir ihr eine Armee schaffen. Wir werden keine Armee errichten. Wir werden sie kommandieren. Wir müssen einen Uruk-Hauptmann finden und ihn zu einem der unsrigen machen. Nicht weit von hier ist ein Sklaventreiber namens Grublik. Er soll unserer Sache dienen. Das haben wir vorher schon probiert. Einen Hauptmann zu unserem Eigen machen. Das ist uns misslungen. Dieses Mal wird es klappen. Wir müssen nur aufpassen. Wo Sklaven gefoltert werden, finden wir auch diesen Hauptmann. Ich hab gehört, dass die wir dürfen keinen weiteren Redback erwähnen. Dieser Uruk muss ein wahrer Anführer sein. Allerdings. Ich sollte weniger Grog trinken. Ich höre schon Stimmen. Zurück an die Arbeit. Wo ist dieser Hauptmann? Da. Grublik. Grublik. Der Auspeitscher. Na, sonderlich stark sieht er nicht aus. Aber wahrscheinlich hat er schon mehr drauf wie Redback. Er wird unser Anführer. Aber als erstes muss ich seine Armee niedermachen. Tückisch, wie immer. Es waren ein paar. So. Jetzt ist er etwas aufgeschreckt. Unser ein Mörder ist unterwegs.
Ein toter Uruk! Komm her. Komm zu Papa. Und jetzt. Gehorche! Sehr schön. Einem Häuptling wurde der Kopf abgeschlagen, weil er sturzbesoffen war und sein Schwert am falschen Ende anpackte. Okay. Noch kann ich nicht angreifen. Ist mir egal, was es war. Du willst immer noch kämpfen? Dann bin ich dein Gegner. Höre auf meinen Befehl. Los, greift an. Ich brauche dir alle Knochen. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Und jetzt zu dir. Todwandler. Ich schlitze dich auf und jeden Uruk, der sich zwischen uns stellt. Mal sehen, wer zuerst ausblutet. Ist allein, komm her! Ich zwinge. Ich zwinge, dass du mir gehorchst. Geh mir aus dem Weg. Da! Und jetzt auch nicht. Komm her. Du hast da nicht genug? Ich verpasst dir noch ein paar Schnittwunden. Alles klar, dann nimm das. Wir brauchen ihn lebend. Schon wieder vergessen. Jetzt hab ich dich. Gib auf. Und gehorche mir. Alles klar, eliminiere den Häuptling und werde selber ein Häuptling. Aber gehorche mir. Sehr schön. Alles klar. Tarz. Das Messer. Wir müssen ihn zu Fall bringen. Es ist vollbracht. Er gehört uns. Dieser Hauptmann muss nun zum Leibwächter werden, wenn er je ein Häuptling werden soll. Es beginnt als bloßer Donnerschlag und wächst zu einem Sturm heran. Ich wollte eigentlich nachprüfen, welche Farbe das Innere des Grabwandlers hat. Aber er hat den Kampf ohne einen Kratzer gewonnen. Er ist dort drüben. Ich darf ihn nicht verpassen. Ihr Menschen seid so schwach. Du bist schwacher. Und jetzt... Komm her und gehorche mir! Schütte den Schatten des dunklen Herrschers ab! Sehr schön. Weitere, die mir gehorchen. Die Tapferkeit der Mensch! Wo ist er? Wo versteckt er sich? Da, also. Schließt euch mir an! Oder spürt mein Schwert, Magen? Du bist kein Hauptmann! Abschaum! Ich muss Grublik dabei helfen, all seine Herausforderer zu besiegen. Na, dann fangen wir mal an. Ein Pfeil. Drei Pfeile. Drei. Und der letzte fällt auf. Jetzt holen wir noch uns welche auf seine Seite. Für den dunklen Herrscher! Brandmarken wir dich. Unser Schützling setzt die Furcht als seine Waffe ein. Und wir sind sein unsichtbarer Freund. Ein Freund in den Schatten, der alles sieht. So gebührt es einem Helden. Ups. Weiter. Ich werde ihm helfen. Oder ihr liegt tot vor meinen Füßen. So sieht's aus. Schlechter jemand. Wieder einer weniger. Ihr wollt euch nicht anschließen? Dann sterbt. Die Verräter!
dem Weg. Und jetzt gehorcht mir endlich. Jetzt gehorcht mir. Unterbreche meinen Fluch nicht. Und dann stirb, wenn du mir nicht gehorchst. Der Tag ist längst weg. Gut. Unser Hauptmann kämpft tapfer für uns. Auf mein Geheiß wird er diese Uruks durch Mordor führen. Wir brauchen mehr. Mit Schilder. Schützen. Dieser Schütze müssen wir beeinflussen. Er könnte eine Schlüsselfigur sein. Sehr schön. Greift an! Los! Greift an! Ich helfe euch! Einen Schildträger muss ich helfen. Komm her! Du bist jetzt unter meiner Kontrolle! Wenn ich nichts unternehme, schneiden sie unsere Marionette alle Strippen durch. Ich muss mich in den Kampf einmischen. Und wieder einer weniger. Der Waldläufer weiß, dass wir zu stark für ihn sind! Glauben Sie, kämpfen gegen mich? Ich habe die Schwachen unterworfen. Jetzt schließt euch mir im Sieg an. Jeglicher Widerstand wird mit Blut bezahlt. Auf das Blut an unseren Klingen. Sehr schön. Wir kriegen unsere Armee. Wir werden niemals sterben. Wir kämpfen für die wahren Uruks. Jetzt, da wir unseren Jäger haben, lass uns unsere Beute jagen. Auf geht's. Der Häuptling hat unseren Hauptmann erwählt. Und mit ihm seinen Tod. Nun müssen wir uns für die Schlacht in Stellung bringen. Alles klar. Der dunkle Herrscher wird mehr Häuptlinge brauchen, wenn er zurückkehrt. Und ich will einer davon sein. Naja, der fällt schon mal runter. Du wirst keiner mehr. Dieses Sklavenherz war zu zäh für meinen Geschmack. Herzen schmecken besser, solange sie noch schlagen. Hör nur ihre Worte, abscheuliche wilde Bestien. Eben diese Grausamkeit werden wir uns zunutze machen. Dennoch, als du sagtest, du könntest einen Pfeil ausweichen, jetzt kannst du es beweisen. Weiche diesen Pfeil aus. Und du gehörst jetzt mir! Schlicht. Diesen Schützen muss ich auch erledigen. Einer, der auf unserer Seite ist. Der Waldläufer ist ein noch größerer Feigling als eine Maus. Irgendwo hier finde ich was. Ah, schau an, da unten also. Das holen wir uns natürlich. Wenn wir schon hier sind, können wir es uns auch holen. Ich möchte den Vorposten von Otto nie wiedersehen. Ich auch nicht. Da werden zu viele Sklaven durchgeschleust. Schlüssel für eine Schatulle. Ah ja. Welche Geschichte verbirgt dieser Schlüssel? Warum lag er unter der Brücke? Die Orks verkomplizieren die Lage nur noch. Das könnte meine letzte Fahrt für eine sehr lange Zeit sein. Meine Frau und ich, wir müssen woanders hin. Die Kiste, öffne sie. Jetzt. Warum?
Es sind schwere Zeiten. Und wir müssen wissen, ob du uns bezahlen kannst. Im Voraus. Tja, das ist wohl kaum genug für euch beide. Wir haben immer... Das ist alles, was wir haben. Bitte, meine Frau. Hättet ihr bloß mehr gespart. Also, es ist nur Platz für einen. Ihr entscheidet. Komisch. Es gibt immer noch ein paar Wege aus Mordor. Je mehr wir Mordor in Flammen hüllen können, desto mehr Menschen werden ihre Freiheit erlangen. Beschwerst du dich? Der Häuptling versammelt die Wache um sich. Der Grabstein muss in der Nähe sein. Die alte Wache war wahrlich eine Bestie. Die neue Wache soll noch schlimmer sein. Wer soll Hackfleisch aus der alten gemacht haben? Hackfleisch? Das widert mich an. An dieses Übel habe ich meine Familie verloren. Dann übe Rache, indem du dieses Übel gegen sich selbst richtest. Die Königin hat recht. Es ist klug, die Unbarmherzigkeit der Uruks gegen sie zu verwenden. Durch Steinschneiden! Das war knapp. Okay. Ich muss hab's mir bloß eingebildet. Dabei wollte ich doch meine Klinge ausprobieren. Maul! Du findest das nicht mehr lustig, wenn du sie erst mal gehört hast. Das ist bestimmt nur der Tag. Der neue Leibwächter Grublik soll ein doppelt so guter Mörder wie der letzte. Ah, okay. Grublik ist also schon der Leibwächter. Und wo finde ich jetzt... Ich hab gesehen, Puzzlestück. Was er mit dem Sprengstoff gemacht hat. Er hat alles mit einem einzigen Schuss explodieren lassen. Und jetzt sind überall Uruk-Fleischfetzen verteilt. Oder auch nicht. Doch, da ist es. Und ein weiteres Teil wird offenbart. Sehr schön. Fühle es in den Knochen. Jemand schleicht hier herum. Und wenn es der Waldläufer ist, dann bekommen wir wenigstens gleich einen guten Kampf. Oh, das war knapp. Sehr schön. Nicht nur der Grabwandler kann den Tod. Seit Grublik befördert wurde, tut er so, als sei er besser als der Rest. Mal sehen, wie gut er ist, wenn ihm ein Messer aus der Brust tragt. Moment. Ihr wollt meinen eingeschleusten Ork töten? Töten, ja. Was? Hast du das gehört? Verdammt! Aber jetzt! Warum explodiert dieses Feuer nicht? Also geht doch. Lebt noch? Du bist ein starker Uruk, deswegen gehorche mir! Sehr schön. Was haben wir hier? Uff. Muss abgehauen sein. Brauchen wir nur noch was, um sie auszuprobieren. Okay. Nehmen wir das gleich mal mit. Oh. Eine Pergamentrolle. Ein bisschen mit Blut besudelt. Aber eine weitere Erinnerung. Das sind nie gute Nachrichten. Nein! Ich hab schon dafür gesorgt! Alter Gut, ihr stinkendes Pack! Haltet eure Mäuler! Schnauze! Ich habe ein paar schlechte Nachrichten für euch. Wirklich mies. Die elenden Menschen haben sich wieder mit den Zwergen verbündet und können auf die Unterstützung der widerlichen Elben zählen, die von, und das denke ich mir jetzt nicht aus, den verdammten Riesenadlern gerettet wurden. Tausende unserer Brüder starben in einem Kampf, den wir mit Fug und Recht als ungerechte Zusammenrottung gegen die Orks bezeichnen können. Sie fallen in unsere Länder ein, sie töten unsere Häuptlinge und unser Volk wird geschlachtet. Wo soll das enden?
Ich sag's euch, es wird hier enden und es wird genau jetzt enden. Sie können den Fortschritt nicht aufhalten. Sie können uns nicht aufhalten. Okay. Diese Uruks leben für die Schlacht. Dann wollen wir sie nicht enttäuschen. Genau. Und bieten ihnen eine Schlacht. Gegen ihr Eigen. Ich muss da hoch. Würde ich Jäger werden. Kein Pfeil kann so eine große Sauerei auf den Feinden machen, wie es Speere vermögen. Aha. Tatsächlich. Ein weiteres Puzzlestück. Bald haben wir alles zusammen. Sehr schön. Gut, das war's. Nun wieder auf den Turm. Der Geist wollte mich verbrennen, aber ich bin noch hier. Muss der Grog von vorhin sein, der mich hart gemacht hat. Ich war vorher fast ganz oben auf dem Turm. Nein, ich war ganz oben auf dem Turm. Ich kenne den Geschmack von Blut. Und ich sage dir, es ist Blut, das den Grog so köstlich macht. Hab gestern einem Sklaven das Blut ausgesaugt. Und es hat sich nicht im geringsten wie Grog angefühlt. Frisches Bleichhautblut ist ja auch nicht durch die Kraft des dunklen Herrschers fermentiert worden. So.